Also heute Morgen freue ich mich richtig, dass ich wieder mal bei euch bin, nach 3 vergeblichen Anläufen. Ja, immer wieder habe ich mich innerlich eingestellt und dann wieder irgendwas kam dazwischen. Mal war gar kein Gottesdienst, dann war Bundestagswahl und naja, das geht ja jetzt schon so seit Ostern letzten Jahres. Nach Ostern sollte ich hierher kommen und da hatte ich einen wunderschönen Predigttext, vielleicht kann ich das ja nochmal nachholen. Den habe ich aber heute Morgen nicht genommen, weil ich gedacht habe, in der Adventszeit passt der nicht. Das ist die Geschichte, wo Jesus den Petrus, den Verleugner, noch einmal neu beruft. Und mein Thema war, du gehörst in mein Team. Du, Petrus, gehörst in mein Team, trotz deines Versagens. Und ich hatte mir 80 Kärtchen gekauft, da steht genau das drauf. Du gehörst in mein Team, Gott. Und das wollte ich eigentlich an euch alle verteilen. Die habe ich jetzt noch zu Hause liegen. Aber die werden ja nicht schlecht. Kann man dann vielleicht irgendwann nochmal wieder irgendwo einbauen. Also das für später. Aber jeden Morgen schaue ich nach auf dem Computer. Wie sind die Corona-Zahlen für die Kreise? Und ich muss euch ja beneiden. Ihr seid die ganze Woche der niedrigste Kreis in ganz Hessen. Mit heute Morgen 147. Der niedrigste Kreis in ganz Hessen. Wir liegen da noch ein Stück drüber und es gibt ja welche, die liegen da oben bei 1000 oder knapp 1000. Also schön, dass das hier so gut ist bei euch. Könnt euch drüber freuen. Mein Thema heute Morgen, großes Lob für eine kleine Gemeinde. Und ich lese uns dazu aus Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lieber Herr, wir wollen dir jetzt herzlich danken für diese Morgenstunde, wo wir in deinem Namen zusammen sind. Wir wollen dich ehren und loben und anbeten. Wir wollen dir danken, Herr, dass du in unserer Mitte sein willst und mit jedem Einzelnen sprichst. Und ich möchte dich bitten, Herr, gib du uns allen das, was wir brauchen für die Woche, die vor uns liegt. Herr, du weißt, wie das Leben im Moment so aufreibend ist, so anstrengend. Und dass es auch viele gibt, die niedergeschlagen sind oder entmutigt. Aber Herr, du kennst uns ja am besten. Wir wollen dich bitten, richte uns auf und begegne uns neu durch dein gutes Wort, durch die Gemeinschaft, die wir auch miteinander haben. Und gib du mir die richtigen Worte, das zu sagen, was dir wichtig ist. Amen. Ich habe hier einen Adventskalender. Ich weiß nicht, ob ihr auch so einen großen habt. Den habe ich noch nie gehabt. Der kam jetzt die vergangene Woche mit der Post. Und ich habe gedacht, was ist denn da drin? Ich habe ja gar nichts bestellt. So ein Riesenpaket. Und dann kam ich dahinter, da war ein Ehepaar aus der vorletzten Gemeinde, in der ich meinen Dienst hatte.
Und die haben uns diesen Adventskalender geschickt und geschenkt. Und ich habe dann angerufen und die sagten, ja, ich frage, warum habt ihr uns den geschickt? Ja, einfach so. Einfach so. Nur um uns eine Freude zu machen. Aber sie haben dann gesagt, wir sollten, meine Frau und ich, wir sollten das schön teilen. Machen wir auch. Ich mache die Fenster in der Woche auf, meine Frau am Sonntag. Nein, wir teilen uns das natürlich schön. Ja, aber ihr habt ja auch teilweise Kinder zu Hause und die freuen sich dann natürlich immer riesig, wenn dann so ein Fenster aufgeht und dann sie schauen können, was ist denn dahinter. Offene Türen, da geht's auch hier in diesem Text rum. Und wir lieben ja alle offene Türen, durch die man hindurchgehen kann. Wir denken an die Christen in den verschlossenen Ländern, und wir wissen, dass die Menschen, die Christen dort, sich sehr sehnen nach offenen Türen. Wir lesen das durch die Rundbriefe von Open Doors, das heißt ja auch offene Türen, damit sie herauskommen aus den Arbeitslagern und Gefängnissen, und dafür wird ja auch viel gebetet. In unserem Text heute Morgen aus Offenbarung 3, da geht es ebenfalls um eine offene Tür, und zwar für die Gemeinde in Philadelphia. Werfen wir zunächst mal einen Blick auf den Absender. Er stellt sich vor mit den Worten, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids. Und es wird dann sehr schnell deutlich, auf ihn alleine kommt es an. Nicht das Gemeindeprogramm ist entscheidend und nicht die Leitung, nicht die Struktur und nicht das Budget, nicht das Gemeinschaftsgefühl oder der Lobpreis. Das alles ist auch wichtig und richtig und gehört auch in eine Gemeinde hinein. Aber Jesus ist noch wichtiger. Er selbst ist die Mitte der Gemeinde, denn von ihm heißt es, er ist würdig zu nehmen Stärke und Ehre, Preis und Lob. Jesus ist der Heilige und Wahrhaftige, so heißt es hier. Und er ist der Einzige, der diese Welt betreten hat, ohne eine Sünde zu begehen. Er ist also der absolut Reine, der Makellose, der Vollkommene. Kein Lied und kein Gebet kann seine Heiligkeit auch nur annähernd zum Ausdruck bringen. Und dennoch liebt er genau solche Lieder und Gebete, die seine Majestät und Herrlichkeit besingen. Jesus hat den Schlüssel Davids. Das meint nicht weniger als, dass er die Schlüsselgewalt hat über die königliche Residenz. Er ist die Schlüsselperson der Weltgeschichte. Und wer immer in den Himmel will, der kommt an ihm nicht vorbei. Es gibt keinen anderen, der uns den Himmel aufschließen könnte. Er hat den Schlüssel. Jesus hat die Schlüssel zu allen Räumen in dieser Welt, zu allen Räumen. Kein Diktator, und sei er noch so mächtig, kein Diktator und kein gewählter Präsident verfügt zum Beispiel über das Reich des Todes. Da kann kein Diktator hinein, da hat er keinen Schlüssel, da kann er nicht nachschauen, wer dort alles ist. Und keiner kann auch die Himmelstür öffnen, das kann nur Jesus. Er hat durch sein Sterben am Kreuz die Tür zum Himmelreich aufgeschlossen und niemand kann die Tür zuschließen, auch nicht der Widersacher Gottes, nämlich Satan. Auch er hat keinen Schlüssel für diese Tür. Wir singen ja an Weihnachten dieses schöne Lied, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Also er schließt jetzt die Tür wieder auf. Der Cherub steht nicht mehr davor, Gott sei Lob, Ehre und Preis. Und es ist ja schon, das kennen wir aus unserem Leben, eine schöne Sache, wenn man jemand an der Seite hat, der über alle Schlüssel verfügt. Wenn man zum Beispiel mal irgendetwas gezeigt bekommt, ein Gebäude mit vielleicht etlichen Räumlichkeiten, und da führt uns jemand, der einen Universal- oder Generalschlüssel hat, der mit seinem Schlüssel überall hinkommt, in seinem Betrieb oder wo auch immer. Und das ist eine schöne Sache, wenn man so einen Menschen bei sich hat. Denn der Schlüssel ist ein Zeichen von Vollmacht. Ich habe Vollmacht über all die Räume. In der Gemeinde brauchen wir ja auch etliche, die einen Schlüssel haben, damit sie wochentags hier hereinkommen
um das zu machen, was eben so anfällt oder wo ihre Aufgaben liegen. Und ist ja auch gut so, dass man da nicht immer irgendwo hinlaufen muss und sich dann wieder einen Schlüssel holen muss. Aber es kommt dann auch irgendwann der Tag, wo man dann Aufgaben abgibt oder wo man vielleicht auch in der Gemeinde gar keine besondere Aufgabe mehr hat. Und ich habe in meiner 50-jährigen Erfahrung als Pastor einer Gemeinde oder mehreren Gemeinden, wo ich war, die Beobachtung gemacht, dass es für manche Menschen unglaublich schwer ist, wenn sie dann alle Aufgaben niedergelegt haben, die sie viele Jahre in aller Treue gemacht haben, wenn sie dann auch den Schlüssel abgeben sollten an den Nachfolger. Und manchen fällt das unheimlich schwer, den Schlüssel zum Gemeindehaus wieder abzugeben, weil sie ihn ja auch nicht mehr brauchen. Und dann kommt als nächstes hier ein Satz, der uns beunruhigen könnte. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Das klingt so ein bisschen nach Geheimdienst, aber Jesus ist ja nicht der Chef vom Geheimdienst, der überall in unser Leben hineinschnüffelt und schaut, was es da gibt und wo es vielleicht noch was gibt, was versteckt ist. So ähnlich wie so im Dschungelcamp. Bei RTL ist das ja immer Anfang des Jahres, wo dann 99 Kameras aufgebaut sind, die alles sehen. Ich kenne alles und wir sehen alles, was ihr da treibt. Nein, das griechische Wort, was hier verwendet wird, hat überhaupt nichts damit zu tun. Es meint vielmehr all das Gute, was geschieht. All das Gute. Und das sieht Jesus. Und das ist eine unglaublich schöne Nachricht. Und die will ich jetzt mal ganz persönlich weitergeben. Lieber Hauskreisleiter, ich weiß, was du tust, wie du dich reinkniest und bemühst, dass der Abend gut verläuft und jeder in der Gruppe etwas mitnehmen kann und jeder auch Jesus begegnen kann. Vielen Dank für deinen Einsatz. Lieber Kindergottesdienstmitarbeiter, ich weiß, was du tust, wie du dich Woche für Woche vorbereitest und dann mit den Kindern, die teilweise ja anstrengend sind, zusammenarbeitest und ihnen die beste Botschaft der Welt vermitteln willst. Vielen Dank für deinen Einsatz. Lieber Organisationsmitarbeiter, ich weiß alles, was du tust, wie du Zeit investierst und Kreativität und Liebe und Herzblut, um ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Freunde der Gemeinde wohlfühlen und wo sie gerne kommen und wo sie auch schrittweise Vertrauen zu Jesus fassen können. Vielen Dank, das machst du sehr gut. Liebe Mitarbeiter vom Fahrdienst, ich weiß, wen ihr alles herbeischleppt und wen ihr auch wieder hinterher nach dem Gottesdienst nach Hause bringt. Liebe Mitarbeiter im Hintergrund, die ihr stundenlang beschäftigt seid, die Räume der Gemeinde sauber zu halten oder Einladungen zu entwerfen und Texte zu schreiben und Kopien anzufertigen und Kranke zu besuchen und die Finanzen immer gut zu pflegen und zu regeln und den Schaukasten zu aktualisieren, den Kindergottesdienst und den biblischen Unterricht vorbereiten und das Mischpult programmieren und die Präsentation gestalten und noch viel mehr. Ich weiß alles, was du tust und was ihr tut. Und ihr macht einen richtig guten Job, der von vielen oft gar nicht bemerkt wird, weil das alles auch im Verborgenen geschieht. Aber ich sehe es, sagt Jesus, und es macht mich glücklich. Das ist Jesus, der alles weiß, der alles sieht. So spricht der Herr, ich kenne deine Werke. Und es tut der eigenen Seele ja unendlich gut, das auch einmal zu hören. Gerade euch, die in der Gemeinde mitarbeitet, im Ehrenamt. Heute ist übrigens der Welttag der Ehrenamtlichen, so von der UNO beschlossen worden. Heute Welttag für die Ehrenamtlichen. Passt also ganz gut hierher. Aber, es kommt ein Aber, so mögen die Leute von der kleinen Gemeinde Philadelphia gedacht haben, wir könnten ja noch viel mehr tun, wenn wir nur viel größer wären. Wir sind eben nur eine kleine Gemeinde. Wir hätten gerne ein Gemeindewachstum wie in Jerusalem, wo jeden Tag Leute zum Glauben kamen und Tausende zum Glauben kamen.
Wir hätten auch gerne so viele Gaben gehabt wie die Gemeinde in Korinth. Aber da können wir ja nicht mithalten. Wir sind ja nur eine kleine Gemeinde. Frage, ist das nicht heute bei uns vielleicht ähnlich? Wir hätten ja auch gerne so viele Besucher, dass wir am Sonntag 3 Gottesdienste feiern müssten. Das gibt es ja auch hier in Deutschland, Amerika, bei den Megagemeinden sowieso. Und wir hätten auch gerne eine große Lobpreisband. Wir hätten auch gerne viele Mitarbeiter, die sich abwechseln können, wo nicht immer dieselben immer wieder drankommen. Aber wir sind da leider nur eine kleine Gemeinde, so wie die in Philadelphia. Und man höre und staune, diese Gemeinde wird von Jesus gelobt. Diese Gemeinde Philadelphia wird von Jesus gelobt. Philadelphia ist ja, wenn man mal vergleicht, so mit den anderen Gemeinden, mit den 7 Gemeinden in Kleinasien, Philadelphia ist die einzige Gemeinde, die gelobt wird. Die einzige Gemeinde, die gelobt wird. Alle anderen Gemeinden bekommen Lob und Tadel oder auch nur Tadel. Kann man ja sehr schön nachlesen. Nur die Gemeinde in Philadelphia wird gelobt von allerhöchster Stelle. Das muss ja wohl einen besonderen Grund haben. Und der wird auch genannt. Nämlich, du hast eine kleine Kraft. Du hast eine kleine Kraft. Stellt euch vor, der Chef würde beim Abschied aus der Firma, wenn wir uns verabschieden und vielleicht in den Ruhestand gehen oder woanders hin, eine andere Firma, der würde dann ins Zeugnis schreiben, er oder sie hatte nur eine kleine Kraft. Da war nicht viel Power dahinter, nicht viel Kraft. Mit dem konnte man keinen großen Start machen. Also davon wären wir bestimmt nicht begeistert, wenn das im Zeugnis stehen würde. Da sagt ein Meister zu seinen Gesellen, sag mal, was ist denn mit dir los? Wenn ich dich so sehe, du gehst so langsam und du redest so langsam und du arbeitest auch so langsam. Gibt es denn nicht irgendwas, was du schnell kannst? Sagt er, ja, Meister, ich werde schnell müde. Ist ja auch irgendwie eine Qualität. Aber so ist es der Gemeinde ergangen. Gott schickt der Gemeinde höchstpersönlich einen Brief, der von Johannes überbracht wird. Und da steht da drin, du hast eine kleine Kraft. Würden wir das nicht seltsam finden? Ich glaube schon. Aber das mit der kleinen Kraft ist ja kein Tadel, ist kein Runtermachen, ist kein Abwatschen, wie man in Bayern sagt, sondern es ist ein Lob. Gewiss, die Gemeinde ist eine kleine Nummer, ein schmales Hemd, so würden wir sagen, und ist nicht sehr bedeutend, so wie die Gemeinde in Jerusalem. Aber klein ist ja nicht automatisch schwach. Napoleon war auch klein und trotzdem war er nicht schwach. Und Friedrich der Große war auch klein, aber man nannte ihn Friedrich den Großen. 3 Gründe für das dicke Lob an die Gemeinde in Philadelphia werden hier in diesem Text genannt. Erstens, du hast dein Vertrauen in mein Wort bewahrt. Zweitens, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Und drittens, du hast Geduld bewiesen. Du hast dein Vertrauen in mein Wort bewahrt. Du hast meinen Namen nicht verleugnet und du hast Geduld bewiesen. Die Christen lebten ja damals vor 1900 Jahren in der Auseinandersetzung mit den Juden und mit den Heiden. Sie hatten also auf der einen Seite zu kämpfen mit den Juden und auf der anderen Seite hatten sie zu kämpfen mit den Heiden. Die Juden bekämpften die Christen und machten sie schlecht, wo sie nur konnten. Und die Christen von Philadelphia wurden von den Juden regelrecht gehasst, weil sie Jesus als den Messias bezeichneten. Man versuchte, die Gemeinde als eine gottlose Sekte abzustempeln. Man verbreitete Lügen über die Gemeinde. Vers 9 haben wir gehört. Und auf der anderen Seite, der Kaiser von Rom verfolgte die Christen, weil sie den Kaiserkult nicht mitmachten. Und ihre Herzen, die sollten da doch Jesus gehören und nicht dem Kaiser. Und lieber wollten sie unter dem grausamen
Kaiser Domitian Verfolgung erleiden, als Jesus zu verleugnen. Und dafür wird ihnen von Jesus die Krone des ewigen Lebens versprochen. Sie dürfen Pfeiler im Tempel Gottes in der himmlischen Herrlichkeit sein. Die Tempel der römischen Kaiser, die liegen längst in Schutt und Asche. Aber Gott stand zu seiner Gemeinde in Philadelphia. Die Gemeinde in Sardes ist untergegangen. Und Pergamon ist auch untergegangen. Und von Ephesus ist nur ein Trümmerhaufen übrig geblieben. Wir haben den schon gesehen, als wir mal eine Reise gemacht haben mit Touristen in die Türkei. Nur Trümmer. Und die Städte des Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3, die sind alle verschwunden. Nur eine kleine Gemeinde ist geblieben, die Gemeinde in Philadelphia. Die hat als einzige bis ins 14. Jahrhundert hinein dem Ansturm des Osmanischen Reiches standgehalten, weil die Christen nicht bereit waren, Jesus abzusagen, vielen Männer und Frauen und Kinder auf Befehl des Sultans dem osmanischen Schwert zum Opfer. Sie wurden als Märtyrer von Gott aufgenommen, in den Himmel und mit der Krone des Lebens belohnt. Doch heute gibt es dort wieder christliches Leben. Es gibt einen Bischof dort und ungefähr 1000 Christen in Philadelphia. In dem Sendschreiben an die Gemeinde Philadelphia, da gibt es einige Schlüsselbotschaften, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Erstens, die Tür zum Vaterherzen Gottes steht für Gläubige weit offen. Und zweitens, es kommt nicht darauf an, wie groß unsere Gemeinde ist, ob wir eine Megakirche sind oder nicht. Da kommt es nicht drauf an. Und drittens, für Jesus ist es wichtig, dass wir Gottes Wort bewahren. Dass wir Jesus nicht verleugnen, dass wir ihm treu bleiben, auch in schweren Zeiten. Und eine letzte ganz wichtige Schlüsselbotschaft hier in diesem Brief, die lautet, wir sind als Gemeinde auch mit kleiner Kraft von Jesus geliebt. Wir sind auch mit kleiner Kraft von Jesus geliebt. Und wenn du denkst, du hast wenig Gaben bekommen, und dennoch bist du von Gott geliebt. Vers 9. Philadelphia ist von Gott geliebt, trotz seiner kleinen Kraft. Und die FEG hier in Wallau ist von Gott geliebt. Du bist als Kind Gottes von Gott geliebt. Frage, glaubst du das? Ich möchte schließen mit der Geschichte von dem 10-jährigen Daniel. Inzwischen ist er heute Pfarrer, hier irgendwo in Hessen. Der 10-jährige Daniel. Zweimal in der Woche geht Daniel zum Training in den Basketballverein und es fehlt ihm da noch an Treffsicherheit und an Wurfkraft und auch an Sprunghöhe. Seine Mannschaftskameraden, die sind alle älter als er, die sind stärker und können weiter werfen und können höher springen. Aber der Eifer von Daniel ist bewundernswert. Schon zweimal wurde er bei Auswärtsspielen eingesetzt. Wenn auch ja nur für einige Minuten und einmal hatte er sogar einen Korb erzielt. Ganz begeistert erzählte er am nächsten Morgen, Papa, weißt du was, Papa, ich bin der Schlechteste im ganzen Verein, aber total beliebt. Ist das nicht schön? Ich bin der Schlechteste im ganzen Verein, aber total beliebt. Ist das nicht auch genau unsere Situation vor Gott? Wenn wir uns aus seinen Augen betrachten, der Schlechteste im ganzen Verein, vielleicht, aber das andere gilt ganz bestimmt. Bei Gott bist du total beliebt. Das trifft für jeden, auf jeden von uns hier zu. Deinetwegen kam doch und meinetwegen kam doch Jesus hier auf diese Erde und hat versucht, den Menschen das Evangelium zu bringen, die frohe Botschaft. Er ist immer wieder abgelehnt worden, ist verfolgt worden, er musste sich verstecken. Und er hatte es unglaublich schwer in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Und er ist den Weg weitergegangen. Er hat die Flinte nicht ins Korn geworfen, sondern ist treu geblieben.
bis zum Tod am Kreuz, so sagt es die Bibel, bis er dann diesen schweren Weg in den Tod hineinging, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen, um die Tür in den Himmel aufzutun für alle, die ihr Leben ihm anvertrauen. Und dieser liebende Christus, er ruft uns zu: Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Das ist hier aus diesem Text des Philadelphia-Gemeinde. Da steht das so drin, in Offenbarung 3. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Bleib Jesus treu. Bleib seinem Wort treu und bleib auch seiner Gemeinde treu. Und lass uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich möchte mit uns beten. Lieber Jesus, dafür wollen wir dir herzlich danken, dass du siehst, was wir tun. Du siehst auch die, die nur eine kleine Kraft haben oder die vielleicht der Meinung sind, wir haben zu wenig Gaben, wir können so wenig tun und schauen vielleicht neidisch auf große Gemeinden, in denen viel mehr passiert. Aber Herr, du sagst uns heute Morgen auch, darauf kommt es nicht an. Du willst, dass wir treu den Platz einnehmen, an den du uns gestellt hast. Du willst, dass wir dort unsere Arbeit machen, unseren Dienst, auch in der Gemeinde. Also segne auch jeden, der hier an irgendeiner Stelle in der Gemeinde mitarbeitet, der mithilft, dass Gemeindearbeit gelingt, dass auch hier Menschen sich wohlfühlen und gerne kommen und dass auch Gäste zur Gemeinde kommen, auch wenn es in diesen Zeiten sicher nicht so einfach ist. Aber Herr, wir wollen dir danken, dass wir alles für dich tun dürfen und nicht für uns selbst. Und danken dir, dass du das alles auch siehst, auch wenn wir eine kleine Kraft haben. Aber Herr, das ist ja nicht entscheidend, sondern was du aus dem machen kannst, was wir dir bringen. So wie mit dem Jungen, der so wenig Essen dabei hatte und es reichte für 5000 Menschen. Herr, wir wollen dir danken, dass du uns gebrauchen möchtest und jeden auch hier in der Gemeinde. Und so wollen wir dir danken für alles, was du uns auch durch andere schenkst in der Gemeinde, durch die Gaben, die sie haben und wo wir auch von profitieren dürfen. Und so lass uns auch das einbringen, was wir selber geben können. Herr, möchtest auch die Gemeinde hier in Wallau segnen, auch jetzt in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Amen.